Servus zusammen, herzlich willkommen zurück in der Besserungsanstalt an Tag 27. Wir beginnen mit der Einführung neuer Insassen hier drüben im Durchsuchungsraum. Nachschub, Frischfleisch für unsere wunderbare Besserungsanstalt. Neuling rufen, eintreten bitte. Herzlich willkommen in der Besserungsanstalt. Ein Blick in die Akten verrät uns, Fingerabdrücke scheinen klar zu gehen. Matthew McQuilly. McQuilly, da haben wir, glaube ich, auch schon einen an Bord, sozusagen. Tierversuche. Uiuiui. 20 Jahre für Tierversuche. Mhm. Ausweisnummer, alles okay. 20, 30, 37. Zellenblock A. Alles gut. Du darfst eintreten. Herzlichen Glückwunsch. So. Brille, Duschgel, Thunfisch. Ich würde sagen, das passt schon mal. Mhm, geht schon gut los. Gleich nochmal ein Ja oben drauf packen, bitte. Wir nehmen das natürlich an uns. Kriegst du wieder, wenn du die Anstalt wieder verlassen darfst. Ich würde sagen, das passt. Nee, Moment. Da hat er irgendwo was versteckt. Ach, hier, eine Nadel. Die sichern wir mal. Höchst offiziell. Ja, 2 von 3. Also den müssen wir vielleicht echt ein bisschen besser im Auge behalten. Wir durchsuchen natürlich und er kriegt sein Päckchen. Das ist wirklich nur einer diesmal, kann es sein? Weil sonst normalerweise stehen hier ja mehr Päckchen rum. Na gut. Dann mal hereinspaziert in die gute Stube. Oder kommen da noch mehr? Nee, das war's tatsächlich. Nur einer heute. Na schön. Paketschmuggler, sprich mit Andrew Schulz. Ah, holen wir da jetzt unser Geld ab? Kann das sein? Und die Aufnahme der Kamera sollen wir auch überprüfen. Okay, interessant. Wir gehen mal zu den Zellenblocken rüber und quatschen mal mit Andrew Schulz. Mal schauen, was der zu sagen hat. Ich nehme mal an, dass ich jetzt hier mein Geld abholen darf, oder? Schulzens, die sind doch hier drüben. Da. Grüß Gott. Ja, ich habe auch an dich gedacht. Ich habe alles. 200? Das war jetzt aber... Ach, hier oben steht das immer ganz kurz. 25 Dollar. Dafür, dass ich dreimal die Augen zugedrückt habe. Interessant. Aber jetzt ist der Job quasi auch abgeschlossen, oder? Genau. Dann könnten wir jetzt bei der Gelegenheit nochmal eine weitere Nebenquest akzeptieren. Ihr hättet zum Beispiel hier was. Der sympathische Matthew Miller. Willst du ein wenig Spaß haben? Um was geht's? Albert Hoffmann ist zu nahe getreten, aber ich will ihm nicht einfach die Fresse polieren, das wäre zu einfach. Ich möchte, dass er noch ein bisschen leidet. Es wird lustig sein, ihn zu bestrafen. Du musst nur dies hier hinzufügen. Hä? Okay, gut. Was ist das? Abwehrmittel. Und alle seine Löcher werden brennen. Ja gut, machen wir mit, oder? 25 jetzt und 25, wenn er sich übergeben und weiter kacken wird, als er sich... Leute. Verhandeln können wir nicht. Okay, wir machen mit. Natürlich, den Spaß lassen wir uns nicht entgehen. Okay. Blablabla. Ich schätze mal, das ist jetzt einfach hier ins Inventar gewandert, oder? Kann das sein? Ziele. Na Moment, die hatten wir ja damals schon an uns genommen. Schauen wir doch mal. Sprich mit dem Gefangenen. Ah, okay. Bevor du deine Schicht in der Kantinenroutine beginnst. Und ich glaube, die haben wir tatsächlich auch heute auf dem Plan, oder? Genau. Also dann in der nächsten Freizeit quasi, nach dieser Freizeit. Okay, gut. Können wir noch ein bisschen Geld machen vielleicht bei der Gelegenheit? Kevin Podolski. Kommen wir ins Geschäft? Wie schaut's aus? Wir haben doch hier ein bisschen was. Ja, so eine kleine Auswahl aus meinem Fundus. Ah, er hat nicht mehr genügend Geld, ne? Und der Rest ist einfach zu teuer für ihn. Okay. Dann will ich mal nicht weiter stören. Mit ihm haben... Brian Taylor, was hatten wir denn mit ihm nochmal ausgehandelt? Hm. Okay. Ich brauche nochmal kurz einen Verkäufer. Hier. Oh, dreh dich mal um. Zeit für die Suche. Was ist jetzt los? Irgendwer hat mich angesprochen. Welche Suche? Du hast ein dummes Gesicht, du verbirgst etwas. Wenn ich falsch liege, lasse ich dich gehen. Ich schätze mal, dass mich jetzt ein Wärter angesprochen hat, oder? Wir zahlen Bestechungsgeld.
mit so einem Betrag? Okay, es ist ihm wohl ein bisschen zu wenig. Wir gehen mal auf 20 Dollar. Ich weiß ja, was die Jungs verdienen, also ganz ehrlich. Ah, okay, gut, hat sich erledigt. Ich schätze mal, das war er hier, oder? Den merken wir uns. Den merken wir uns mal vor, für später. Matt Simmons. Essen die Wärter eigentlich auch in der Kantine? Nur so eine Frage. Ja, ich vermute mal nicht. So, kommen wir ins Geschäft. Muss schnell gehen, Kollege. Er hat ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Wir verkaufen ihm ein paar schöne Dinge. Ich werde noch reich hier in dem Laden, ich sag's euch. Lass uns handeln. 70 Öcken, das ist natürlich schon ganz ordentlich. Okay, gut. So, dann wollen wir es mal nicht überspannen hier. Ich würde sagen, ich widme mich wieder einer Freizeitbeschäftigung und wir sehen uns in Kürze wieder. Okay, Freizeit ist vorbei. Wir werden nochmal ein paar Pakete überprüfen. 3 an der Zahl. Anschließend haben wir ja direkt dann nochmal Freizeit. Es piepst nichts, oder? Nee. Und anschließend werden wir dann mal kurz in die Kantine gehen und mit dem Heini dort reden. Okay, ich muss natürlich schauen, was haben wir hier für ein Paket? Moment. Na, wobei, der Deal ist ja schon abgeschlossen. Jetzt muss ich da nicht mehr drauf achten. Ja, nee, das passt schon so. Hoffmann war's, Hoffmann. Ja, dann nehmen wir das einfach alles an uns. Wie gehabt. Okay. Ansonsten soweit alles gut, ne? Schotten dicht. Päckchen ins Regal gestellt. Leo, oh ja, Kata. Ist überschaubar. Nischt. Alles gut. Ja, nicht schlecht. Okay. Eins noch. Und ich bin gespannt, wie sich das darstellen wird, hier die Geschichte mit dem Abführmittel. Kann doch nicht sein, dass die... Moment, nee, doch nicht. Kann doch nicht sein, dass hier keiner was reinschmuggelt. Was ist das für ein Buch? How I Escaped from My Prison. Ja. Na, endlich. Na, sieh mal einer an. Okay, wir sichern halt mal eins, ne? Einfach, wie gesagt, um die Ordnung zu wahren, dass die Leute nicht denken, wir packen hier irgendwelche Sachen ein. Das wäre doch ein bisschen zu auffällig. So. Das wäre erledigt. Dann haben wir jetzt nochmal Freizeit. Da fasse ich mich, glaube ich, einfach wieder kurz. So, das ist jetzt übrigens hier das Sturmgewehr, das wir gereinigt haben. Zieloptik ist nicht dabei. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen sogar, dass wir die extra kaufen müssen. Aber ich weiß es nicht. Okay, gut. Freizeit ist vorüber. Dann, klappt das jetzt überhaupt noch? Weil sobald wir die Kantine betreten... vielleicht habe ich da jetzt zu lange gewartet. Kann das sein? Weil eigentlich geht ja der Kantinendienst schon los, wenn wir die Kantine betreten. Vielleicht habe ich es verkackt, Leute. Passt auch ganz gut. Ne? Schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Kann ich da noch... Schaffe ich das noch? Den anzuquatschen hier? Ich bin wegen eines kleinen Gefallens gekommen. Okay, das scheint noch zu funktionieren. Kannst du das zum Essen von Albert Hoffmann hinzufügen? Es ist am besten, bevor das Vieh in den Trog kommt. Okay, gut. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Okay, habe ich leider nicht bedacht. Aber es stand ja dabei, ne? Also dann machen wir das einfach bei der nächsten Gelegenheit. Die Quest ist nach wie vor aktiv und sobald wir wieder Kantinendienst haben, das wird ja sicherlich nochmal der Fall sein, dann können wir das noch nachholen. Gut, dann halten wir hier mal... Was will er von mir?
Wer hat mich denn jetzt angesprochen schon wieder? Ich check's nicht. Ich werde von 3 Gefangenen beobachtet. Aber ich vermute mal, ne, da hat wieder einer was gesehen. Tu, was du tun musst. Das machen wir jetzt einfach mal. Mal schauen, ob es hier überhaupt irgendwelche Konsequenzen gibt. Ja. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was das zu bedeuten hat. Okay, aber wir tun mal unseren Job. Dafür werden wir ja schließlich bezahlt hier. Einmal rein in die Turbulenz. Links und rechts eine. Und die Situation ist wieder unter Kontrolle. Weiter essen, Männer. Was ist mit ihm eigentlich? Hat er mich vorhin angesprochen, oder was? Schaut mal, er hat hier dieses Symbol. Ach so, okay, okay, okay. Jetzt verstehe ich das. Er wollte ja, ne, das ist die Geschichte mit dem Abführmittel. Ah, verdammt, jetzt haben wir das. Ah, jetzt haben wir. Also, ich hab's verkackt. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Ach, ärgerlich. Er hat aber schon wieder. Kann das sein? Kann das sein? Wir hatten ja im Inventar, hatten wir doch, die Lorbeerblätter. Die sogenannten Lorbeerblätter. Kann das sein, dass die schon wieder ins Essen gewandert sind? Ich vermute ja. Christopher Gordon hat sich hier, glaube ich, ein bisschen was gegönnt. Ich möchte, dass du aufhörst zu tanzen. Wenn du mich im Dancefight besiegst? Dancefight, das ist einfach eine Schlägerei, oder? Darauf will er es jetzt ankommen lassen. Na schön. Sollst du haben. Du wolltest es ja so. Okay. Es ist eine Freakshow hier drin. Es ist eine verdammte Freakshow, Leute. Irgendwer beschwert sich auch die ganze Zeit, dass ich hier... Er zum Beispiel, er scheint ihm nicht zu schmecken. Ich versuche, die Kotze unten zu halten. Vielleicht sollte man mit dem Essen einfach auch nochmal was machen, ne? Also, wir haben ja Gefängnisbudget und wenn ich mich recht entsinne, kann man da ja auch das einfach ein bisschen verbessern, ne? Wir könnten ein bisschen nachwürzen zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Okay, Routine ist abgeschlossen. Die Kameraaufnahmen müssen wir auch noch überprüfen. Das könnten wir eigentlich jetzt machen. Ne? Da müssen wir nochmal Richtung Todeszelle hinter. Freizeit und dann haben wir noch den abendlichen Rundgang. Okay, gut. Wir nutzen mal die Freizeit. Todeszelle. Wo ging es nochmal zu den Todeszellen? Ne, das ist der Gefängnishof. Hier lang, glaube ich, ja? Ne, Durchsuchungsraum 14. Genau. Na gut, dann schauen wir mal, ob sich hier schon irgendwas getan hat. Beim schneeweißen Geschäft. Okay. Kamera ist noch da. Überprüfen Sie das Band. Okay, jetzt können wir uns das offenbar ansehen oder auch nicht. Mario Griffin. Okay, also wir haben offenbar auf den Bändern rausgefunden, dass der hier quasi der Verantwortliche ist. Aber ich denke, wir müssen auf jeden Fall... wobei, sollen wir gleich mit ihm reden? Ich werde einmal kurz Freizeitgestaltung vornehmen und dann sehen wir uns gleich wieder. Na gut, abendlicher Rundgang. Überprüfung der Anwesenheit. Und dann schauen wir auch gleich mal, ob sich der Griffin hier befindet, mit dem wir reden sollen. Simmons? Nee, okay, den müssen wir einfach erstmal ausfindig machen. Na schön, dann, ich glaube, wir nehmen erstmal unseren Klicker zur Hand. Hier fehlt schon mal wieder einer. Mark Jones? Treibt sich irgendwo rum, ne? Da läuft er. Jetzt gehen sie beide auf den los. Was ist denn da los? Okay, wollen wir uns mal nicht die Hände schmutzig machen. Hier einmal Pfefferspray zum Einsatz bringen. Okay.
Er will einfach nicht, ne? Ihr habt's alle gesehen, er hat angefangen. Okay, scheiße. Matt Simmons ist schon mal außer Gefecht, würde ich sagen. Der Arm, das sieht aber nicht gut aus hier, ne? Das sieht nicht gut aus. Und da knallt schon wieder. Wo? Hier drüben. Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der hier arbeitet? Was ist denn eigentlich mit meinen ganzen Kollegen los? Und rein da. Einmal Pfeffer für alle. Und dann werden wir noch ein bisschen umrühren. Verlustreiche Geschichte heute. Unten bleiben. Okay, haben wir es dann? Okay, ich denke, ich muss hier erstmal noch Meldung machen. Der kommt auf die Krankenstation. Der kommt auf die Krankenstation. Der hat es aber auch wirklich nötig auf die Krankenstation. Komm. Abtransport. Okay, gut. Dann. Den Rest können wir jetzt, glaube ich, klickern. Ab in die Zelle. Ab in die Zelle. Ich wünsche eine angenehme Nachtruhe. Ah, schade. Die Sache mit dem Abführmittel. Es ist einfach echt ärgerlich. Also werden wir auf jeden Fall nochmal annehmen, die Aufgabe, falls die nochmal vorkommen sollte. Da oben ist... Ah, sieh mal da an. Okay, wir müssen auch noch hoch. Zwei fehlen noch auf der Liste. Ach, er läuft hier noch rum. Was ist mit ihm los? Hoffmann? Ja, ist es schon an der Zeit. Hast du es denn nicht bemerkt? Komm, wir machen das. Wir kürzen das ein bisschen ab hier, die Geschichte. Ich habe auch nicht ewig Geduld, Leute. Ganz ehrlich. So, haben wir ihn überzeugt? Gut, sieht gut aus. Geh in deine Zelle. Okay, das war einfach. Er war nur abgelenkt, sagte er. Er war einfach nur abgelenkt. Zu ihm da oben müssen wir aber gar nicht, ne? Lass uns mal kurz hochschauen. Jim Robinson. Ah, er ist auch ein Dealer. Okay, sehr gut. Dann nutzen wir doch die Gelegenheit. Verkaufen wir ihm direkt ein bisschen was. Wird ja keiner gesehen haben. Außer den drei Wächtern. So, ich habe mir aber... Warte mal. Der hier oben rumläuft? Okay, das ist auch nicht der Griffin. Okay, gut. Dann müssen wir hier noch einmal kurz vorbei bei Mr. Hoffmann. Und er fehlt noch. Und dann haben wir es. Dann haben wir sie alle. Und dann machen wir hier mal die Schotten dicht. Nachtruhe, Männer. Okay, gut. Wobei, ich würde gerade noch einmal kurz durchgehen, einfach nur um zu schauen, ob irgendwer noch eine Aufgabe für uns hat. Ich fürchte... Ah, sieht schlecht aus. Das sind alles nur die Verkäufer. Er ist auf der Krankenstation gelandet. Nee, leider aktuell keine Aufgabe verfügbar. Na schön. Dann bringen wir die Sache mal für heute zum Abschluss. Beziehungsweise wir haben 1728 Öcken. Eisern gespart. Da könnte man natürlich nochmal kurz beim Büro des Direktors vorbeischauen. Okay, Knieschoner meine ich haben wir noch nicht. Ne? Die kaufen wir mal. Für 1900 kann man sie dann upgraden. Wir haben aber immer noch... Das Ding haben wir auch noch nicht, ne? 500 Öcken. 400, 400. Okay, kaufen wir. Sehr schön. Kann man noch irgendwas upgraden eigentlich? Den Knüppel? Gut, ja, das Skin gefällt mir eigentlich ganz gut. Pfefferspray sollten wir vielleicht nochmal... Ah, die Kapazität kann man hier erhöhen für 700. Ah, ich spare lieber noch ein bisschen. Jetzt haben wir knapp 1000 beisammen. Ansonsten, ich glaube... Gefängnisbudget 829 ist relativ wenig. Ach, sieh mal einer an hier. Mehr Duschen können wir auch noch kaufen. Okay. Da warten wir noch ein bisschen, oder? Da, ich würde fast sagen, da sparen wir einfach noch ein bisschen. Und man könnte auch wirklich viel Geld sparen. Also man kann denen schon hier ein paar schicke Sachen angedeihen lassen. Aber das muss erstmal reichen. Für den Moment zumindest. Also. Bringen wir den Tag mal zu Ende. Schaut es eigentlich mit dem Respekt aus? Ja,
eigentlich. 100 bei den Wachen, über 50 bei den Gefangenen. Kann man jetzt nicht meckern. Okay, gut, dann ist es vorbei für heute. Für heute soll es das dann auch gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.